Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Pflanzen-Update. Die Sonne ist gerade rausgekommen, da habe ich gedacht, wir machen das mal eben. Ihr steht jetzt gerade noch auf meinem Stativ, ich muss euch mal abschrauben und dann zeige ich euch, was so geht. Vielleicht kurz vorweg, ich zeige euch mal eben meine Steine, die ich gemacht habe. Steine würdet ihr euch jetzt wahrscheinlich erstmal denken. Ja, ich habe Pflanzschilder gebastelt, na gebastelt nicht. Ich habe Steine bemalt. So, hört sich jetzt erstmal irgendwie ein bisschen komisch an, aber ich zeige euch das gleich mal. Ich zeige euch auch, mit was ich es bemalt habe. Und ja, ich kann es kaum erwarten, dass ich die dann auf den Acker legen kann. Ich habe ein paar auch schon auf dem Balkon und da gehen wir ja gleich hin. Da stehen übrigens gerade alle meine Pflanzen. Und sitzen ist da nicht mehr wirklich. Aber ihr seht das ja alles gleich. So, vielleicht hat der ein oder andere sie schon bei Instagram gesehen. Das ist beispielsweise mein Kapuzinerkressestein. Und ich habe die Steine alle am Rhein gesammelt. Zum Bemalen habe ich solche Stifte verwendet. Die sind eigentlich alle von der Größe gleich. Ich mache mal einen auf. Bis auf einen. Okay, zwei Hände brauche ich dafür. Die sind von der Größe her so. Wie viele Millimeter sind das? 1 bis 2 Millimeter. Und die habe ich mir eben in verschiedenen Farben gekauft. Wobei einer, ich glaube, das ist der. Ja, der ist noch dünner. Das sind 0,8 Millimeter. Das ist dann so eine ganz dünne Spitze wie bei einem Feinliner. Und damit habe ich eben dann so kleine Arbeiten gemacht wie, Moment, Tito. Hier bei meinem Zucchini-Stein zum Beispiel. Ich wünschte im Nachhinein, ich hätte mehr so dünne gehabt, aber gut. Und für die Namen habe ich so einen ganz normalen Edding genommen. Der ist eben hier aber auch für Terrakotta, Holz und lauter solche Geschichten. Das war es auch schon an Utensilien. Ich habe danach alles mit einem Klarlack noch angemalt. Ich habe Seidenmatt genommen. Und ich zeige euch jetzt einfach mal ein paar der Steine. Was vielleicht interessant ist, ist, dass... Ich weiß nicht, ob das normal ist. Wahrscheinlich. Der Lack macht die Steine ein bisschen dunkler. Also, ich wünschte, sie wären alle so hell wie mein Tomatillo-Stein. Ich weiß, die Tomatillo ist ein Traum. Aber manche sind eben einfach ein bisschen dunkler geworden. Beispielsweise der Karottenstein. Oder ja, der Kürbis. Ja, der hat eigentlich hier nur ein paar Details. Das sieht man jetzt ganz schlecht. Dann habe ich für meine ganzen Tomaten jeweils Steine gemacht. Die werde ich eher auf dem Balkon behalten. Und ja, damit ich dann nicht durcheinander komme. Das hier muss noch auf den Balkon gebracht werden. Und ja, ich bin ein bisschen durchgedreht, wie ihr sehen könnt. Da ist mein Blumenstein. Ja, ich zeige euch jetzt einfach mal so ein bisschen hier Radieschen. Basilikum. Yellow Submarine. Tomate German Gold. Ja, und das sind so die Steine, die ich euch mal eben zeigen wollte. Und dann gehen wir jetzt auf den Balkon. Ich glaube, ich ziehe mal meine Ohrringe aus, weil das sind meine Ohrringe, die unglaublich laut klimpern. Und mir geht das gerade selbst auf die Nerven. Darum ziehe ich sie aus. So, wir sind auf dem Balkon. Hier ist ein bisschen Chaos, wie ihr sehen könnt. Wir fangen, glaube ich, mal vorne bei den Balkonkästen an. Kräuter. Das ist Thymian. Da habe ich auch einen Stein. Und das ist mein Bohnenkraut. Hier drüben haben wir Oregano und, also das ist der Oregano. Und hier auch nochmal Thymian, aber ist eine andere Sorte als der. Und hier in diesem Balkonkasten habe ich Blumen ausgesät. Das ist eine niedrige Mischung, gemischt mit, ich glaube, Schmetterlingsgruß oder sowas. Und wie ihr sehen könnt, kommen da jetzt nach und nach Sachen raus. Ich mache mal ein bisschen dunkler. Also, ja, das wird hoffentlich eine bunte Mischung. Bin ich sehr gespannt drauf. Dann zu meiner Nektarine. Sie hat leider bis jetzt keine Blüten. Ich hatte ja gehofft, dass sie jetzt recht schnell Blüten bekommt. Ich kann bis jetzt leider keine entdecken. Sie hatte ja eine einzige Blüte hier unten. Ja, sie hat übrigens auch einen Stein bekommen. Dann mein Olivenbäumchen. Ich weiß nicht, also schaut euch das an. Ich finde, es sieht sehr vertrocknet aus. Ich habe keine Ahnung, es kriegt genug Wasser, weiß ich nicht. Aber immerhin hat es einen Stein. Dann kommen wir hier zur Minze. Die wächst natürlich wunderbar. Minze ist ja irgendwie voll das Unkraut.
die auch einen eigenen Stein hat. Dann haben wir hier mein Rosmarin. Das habe ich relativ neu, hatte ich euch aber glaube ich schon gezeigt. Currykraut. Die mexikanische Zwerggurke. Bekommt hier überall Blüten. Ich weiß noch nicht, wie ich die genau aufhängen soll. Und es ist was Blödes passiert. Hier unten ist ein Teil abgebrochen. Ich weiß, es ist sehr schade. So, wenn wir jetzt gerade hier sind, das ist meine Tomate Fuzzy Wuzzy, die auch schon unfassbar viele Blüten hier bekommt. Ich gehe mal der so ein bisschen in Schatten, dann sieht man das besser. Und das ist ja die, die so haarig ist. Da habe ich euch auch schon Bilder bei Instagram in Makro gezeigt. Habe ich von Labio. Meine Kalamundin-Orange bekommt hier neue Blätter. Blüten sind jetzt alle weg. Aber wie ihr sehen könnt, bekommt sie hier überall neue Früchte dafür. Ich werde gleich unbedingt mal gießen müssen. So, dann kommen wir zu meinen Sachen, die ich gesät habe. Also ich habe ja alles gesät, fast alles, aber neu gesät. Wir fangen mal hier vorne an. Das ist eine Gurke. Das ist die Gurke Minis da. Das ist so eine Balkongurke. Guck mal, die ist überhaupt nicht richtig drin. Nicht bio, darum mal gucken. Dann haben wir, nee, gar, doch, ach, wir müssen mal anders anfangen, sonst komme ich durcheinander. So, erstmal der Mais. Da haben wir schon eine Pflanze, da kommt ein Mais raus. Der ist schon total süß, oder? Und da kommt auch bald was. Dann haben wir hier eben, wie gesagt, die Gurke. Und davon haben wir noch einige mehr. Dann hier, das ist eine Biogurke. Dann haben wir hier runde Zucchini. Ja, die sieht irgendwie nicht so gut aus, aber ist eine davon. Dann ist das Schnittmangold. Da kommt schon ein kleines bisschen was. Der Rest noch nicht. Dann haben wir hier Thai-Basilikum. Kapuzinerkresse. Salat. Das war so eine bunte Mischung. Da habe ich einfach mal ein paar gesät. Das war das. Hier haben wir den Knoblauch. Da tut sich noch nichts. Ich werde das gleich mal gießen. Ebenso muss gegossen werden. Das hier, das ist mein Brokkoli. Da habe ich wohl anscheinend aus Versehen zwei Samen reingemacht. Mache ich mal hier hoch. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich euch alles zeigen soll. Also, was haben wir hier? Eine rote Chili. Mein Basilikum, das sich übrigens super erholt hat. Dann haben wir hier eine schwarze Paprika, die habe ich im Supermarkt gekauft. Und ich glaube, die bekommt hier auch schon Blüten. Eine meiner Balkontomaten. Ja, ist auf jeden Fall gleich mal Gießzeit angesagt. Eine gelbe Chili, die auch schon Blüten bekommt. Das hier ist eine Cocktailtomate vom Acker, die auch schon Blüten bekommt. Leute, ich bin einfach zu früh dran, glaube ich. Der Oberhammer ist hier natürlich meine Paprika-Liebesapfel. Habe ich vorhin auch bei Instagram Bild gepostet. Hier seht ihr die Blüten. Das ist eine Pretty in Purple Chili. Das auch. Hier sind noch mehr Tomaten. Moment, ich muss mir mal Platz machen hier. Das hier ist eine der orangenen Tomaten. Die bekommt, glaube ich, hier auch schon langsam Blüten. Hier sind die, die noch ein bisschen kleiner sind. Ich glaube, das ist eine Physalis. Ja, eine Physalis. Und was bist du? Eine German Gold. Tomate. Tomatillo. Chili. Auch eine Chili, oder? Nee, Cherry Bomb. Doch, Chili Cherry Bomb. Was haben wir hier? Yellow Submarine Tomate. Das sind die Töpfchen von Hema. Da geht einiges beim Koriander.
Das hier ist nochmal eine Aubergine. Dann habe ich hier eine Green Zebra Tomate. Dann nochmal eine wundervolle Physalis. Und noch eine Physalis. Und das hier ist eine Aubergine. Ich mache mal Platz. Also die sind wirklich groß. Und dann haben wir hier drüben noch eine Tomate San Marzano, die leider nicht bio ist. Die ist von Kiepenkerl. Eigentlich wollte ich die nicht mehr unterstützen, aber ja, wir haben jetzt eben eine. Dann haben wir hier eine Tomatillo. Und noch eine Tomatillo. Und noch eine Tomatillo. Das hier ist eine Aubergine, ebenso wie das. Eine orangene Tomate und hier sind die Erdbeeren. So, ich glaube, ich habe euch jetzt alles gezeigt, oder? Lasst mich gucken, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ich werde jetzt eben gießen, werde euch noch ganz kurz meinen Avocado-Kern zeigen und dann war es das auch schon wieder mit dem Pflanzen-Update. So, wir sind in der Küche, ich mache mal Licht an. Wir haben gestern ein paar Kräuter gekauft, das ist Maggi-Kraut und Basilikum, aber es geht ja um die Kerne. Der eine Avocado-Kern, der ist nämlich jetzt schon ganz aufgebrochen. Guckt mal. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Also er ist komplett aufgebrochen. Ich glaube, ohne Licht ist doch besser. Und dieser Avocado-Kern ist nach wie vor nur unten aufgebrochen. Jo. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde jetzt schnell meine Pflanzen gießen. Das habe ich nämlich schon länger nicht mehr getan, aber ja, ich weiß nicht. Ich will die halt auch nicht übergießen. Und ja, vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.